Während einer Pressekonferenz am 9. April hat die Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag die Situation des von Schließung bedrohten Unternehmens Bosch Solar in Arnstadt analysiert und mögliche Lösungswege skizziert. Für den Fraktionsvorsitzenden der Linksfraktion, Bodo Ramelow, stellt sich der Bosch-Konzern allerdings als eine Art mitbestimmungsfreie Zone dar. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland ausreichend qualifizierte Gesetze, wie Mitbestimmung zu organisieren ist. Das ist einmal die Frage bei einer Belegschaft, wie man einen Betriebsrat wählt und ob Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat, Konzernbetriebsrat. Bei Aktiengesellschaften gibt es ein klares Mitbestimmungsgesetz, das regelt, wie Aktiengesellschaften oder Kapitalgesellschaften an sich Mitbestimmung zu organisieren haben, wie Arbeitnehmervertreter dort zu wählen sind. Bosch entzieht sich diesem Ganzen komplett, indem er seine Entscheidungsstrukturen, der Konzern hat seine Entscheidungsstrukturen in den Rat der Götter verlegt, so nennen das Beschäftigte bei Bosch. Das heißt, es gibt eine Familienstiftung, die die Vermögenswerte hält. Diese Familienstiftung verfügt aber gerade mal über 7% der Stimmrechte. Und es gibt eine Industrieholding als Gesellschaft, die aber arbeitnehmerfrei ist. In dieser Industrieholding sieht Bodo Ramelow das eigentliche Problem. Die Industrieholding verfügt über 93% der Stimmrechte und damit kann eine einzelne Person, nämlich der Herr Todenhöfer, alleine entscheiden, ob eine Sparte aufgemacht, zugemacht oder ob eine ganze Branche aufgegeben wird und ob Produktionen angestellt, abgestellt oder überhaupt im Markt noch weiter produziert wird. Der Fraktionsvorsitzende schlägt einen Perspektivwechsel vor. Wir möchten Bosch einladen, komplett darüber nachzudenken, was in der Energiewende notwendig wäre, um Haushaltsgeräte und um Komponenten, die in einem Haus verbaut sind, alle zusammenzuführen. Also jenseits der Solarmodule, die derzeit in Arnstadt gefertigt werden, müsste es weiterentwickelt werden, wie man von der Wärmepumpe über den intelligenten Kühlschrank, von der Waschmaschine bis zu einer integrierten Haussteuerung alles zusammengeführt wird, um mit diesen Geräten nicht nur Strom aufzunehmen, sondern auch tatsächlich Strom zu produzieren. Das heißt, eine gesamte Komplexbetrachtung. Und so wäre industriepolitisch ein Zusammenführen von all den Teilsparten, die Bosch hat. Wir haben in Arnstadt 1800 Beschäftigte, die an dem Werk dort hängen. Und wir haben in Eisenach 1600 Beschäftigte, unter anderem eine große Halle, die für Batterieproduktion gebaut worden ist. Leider ist die Batteriefertigung bis heute nicht nach Eisenach gekommen. Deswegen sollte man mit Bosch gemeinsam über industriepolitische Leitlinien und Leitziele jetzt ins Gespräch kommen und sagen, wie könntet ihr als Konzern Teilkomponenten so aufeinander abstimmen, dass modular die Energiewende mit Bosch komplett für die Bürger gestaltet werden kann. Dass der Bürger ein Kunde wird, der eine Komplexlösung erwirbt, die er von Bosch erwirbt. Und da spielt die Frage der Solartechnologie nur eine Teilrolle. Eine immer noch wichtigere, aber Teilrolle, weil Speichermedien und all die anderen Dinge jetzt zusammen gedacht werden müssen. Die Abgeordnete Sabine Berninger macht auf Aktivitäten vor Ort aufmerksam. In Arnstadt ganz aktuell diese Woche, das ist nicht nur geplant, das ist schon eingeleitet, da findet am Donnerstag die Stadtratssitzung statt. Wir haben im Hauptausschuss angeregt, dass der Stadtrat sich mit dem Thema Solidarität mit den Beschäftigten von Bosch Solar in Arnstadt beschäftigt. Wir haben vor, eine Resolution im Stadtrat zu verabschieden und sind da auch sehr guten Mutes, dass die anderen Fraktionen diese Resolution, diese Unterstützungserklärung mit beschließen werden. Dann steht ja der 1. Mai, der Tag der Arbeit, unmittelbar bevor und wir haben in diesem Jahr das Motto unseres Maifestes geändert. Also wir werden nicht das bundesweite Motto der Linkspartei verwenden, sondern unser Motto ist dieses Jahr Solidarität mit den Beschäftigten bei Bosch Solar in Arnstadt. Und wir fangen jetzt an, mit Partnerinnen zu sprechen, damit es nicht ein Maifest der Linken wird, wie sonst die Jahre, sondern ein gemeinsames, von Unterstützerinnen der Bosch-Beschäftigten getragenes Familienfest, wo auch weitere Netzwerke geknüpft werden können. Dabei gibt es auch prominente Unterstützung. Als nächstes wird am 3. Mai Bert Riesinger, unser Bundesvorsitzender,
wieder mal in Thüringen sein. Und er hat ja bei seiner ersten Tour im Sommer Bosch Solar in Arnstadt besucht. Und wir hoffen, und er hat es vor, dass es diesmal auch einen Besuch geben kann, zumindest einen Besuch des Betriebsrates. Die Geschäftsführung ist in dem Moment nicht ganz so wichtig wie beim letzten Mal, aber wir wollen einfach demonstrieren, dass Bernd Riezinger nicht nur kommt, wenn eitel Sonnenschein herrscht, sondern eben auch da ist und das mit ihm die ganze Linke, wenn es Probleme gibt und wenn die Beschäftigten Unterstützung brauchen. Wir hoffen, dass es mit dem Solidaritätsbesuch klappt. Bernd Riezinger wird vorbeikommen und wir wollen einfach nur noch den Termin vereinbaren mit den Betriebsräten.